Leute, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll, wie viele von euch und noch viele andere von Trainern aus meiner Branche regelrecht verarscht werden. Und in dieser Folge spreche ich Klartext. Klartext darüber, wie du verarscht wirst, wie du hinters Licht geführt wirst, wie du getäuscht wirst und worauf du aufpassen musst bei der Auswahl deines Trainers, deines Coaches, deines Redners, wenn du zum Seminar gehen willst, wenn du dich weiterbilden willst, denn viele fallen auf Fast-Food-Motivation, auf Fast-Food-Persönlichkeitsentwicklung, auf Fast-Food-Life-Coaching rein. Und das ist brandgefährlich. Ich zeige dir in dem Video die Auflösung, woran du das erkennen kannst und wie du es besser machen kannst. Also sei gespannt. Darüber müssen wir dringend reden. Hi, ich bin Steffen Kirchner und es ist schön, dass du dir die Zeit nimmst, wirklich für dieses Video, denn ich weiß, es ist kein vielleicht so populäres Video und es wird mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht so viel Freunde einbringen, zumindest nicht in meiner Branche, aber ganz ehrlich, ich habe zu viel gesehen in den letzten Jahren und es lässt mich erschaudern, das kann ich echt nicht anders sagen, wenn ich sehe, wie viele Menschen zu irgendwelchen Anbietern laufen, die ihnen wirklich mit dieser mit Trash-Food, mit geistigem Trash-Food den Kopf voll stopfen und ja, sie im Endeffekt eigentlich überhaupt nicht dahin bringen, wo diese Menschen hinwollen, wo ihre Sehnsucht und ihre Hoffnung liegt. Und das liegt an einem sehr einfachen Punkt. Um gleich vorab eines zu sagen, das hat nichts unbedingt damit zu tun, wie viele Menschen zu einer Veranstaltung oder zum Veranstalter laufen. Es gibt Menschen, die sind sehr gut und seriös, da sind sehr, sehr viele, da laufen Hunderte und Tausende von Menschen hin, aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Und meistens ist es so, dort, wo sehr viele Menschen hinlaufen, ist die Gefahr für geistigen Trash relativ hoch. Und das hat einen sehr einfachen Grund und den möchte ich dir hier jetzt mal zeigen. Schau mal, es gibt nicht nur in der Ernährung zwei unterschiedliche einfache Arten sozusagen von Ernährung. Es gibt einmal Weißbrot und einmal Vollkornbrot. Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Dingen? Naja, ganz oberflächlich jetzt mal betrachtet, Weißbrot ist relativ lecker in den meisten Fällen, schmeckt gut, man kann viel davon verdrücken, ohne wirklich satt zu werden, aber es hat, obwohl es gut schmeckt und leicht verdaulich oder bekömmlich ist sozusagen, es hat nicht so viel Nährwert, okay? Es ist auch nicht unbedingt wirklich gesund. Es schmeckt zwar lecker, aber es ist nicht wirklich unbedingt gesund. Eigentlich bringt es dich nicht weiter. In Wahrheit ist es sogar ungesund. Jedenfalls in einer zu großen Menge. Und dann gibt es das andere, das ist Vollkornbrot. Vollkornbrot hat den Vorteil, es ist sehr nahrhaft. Es steckt viel drin. Wenn du davon einiges isst, hast du eine richtig gute, ausgewogene Ernährung, hast viele Stoffe im Körper, Nährstoffe, die du brauchst, die dir gut tun. Und du brauchst gar nicht so viel davon, um dich gut zu fühlen oder um dich satt zu fühlen. Der Nachteil davon ist, es ist vielleicht nicht ganz so sexy auf den ersten Blick. Es ist vielleicht nicht ganz so lecker, riecht auch nicht ganz so lecker auf den ersten Blick. Jedenfalls nicht, wenn du das die ersten Male isst. Je öfter man das isst, desto besser wird es. Und irgendwann, wenn man mehr Vollkornbrot isst, dann denkt man sich bei Weißbrot, nee, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Aber jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Was kaufen denn die Leute mehr? Weißbrot oder Vollkornbrot draußen in der Welt? Überleg mal selber, wenn du zum Bäcker gehst oder so, wenn du mal schaust, was kaufen denn die Leute immer? Was steht denn in den Bäckereien immer so rum im Regal? Die meisten Leute kaufen Weißbrot, oder? Und so ist es in meiner Branche auch. Es gibt viele Weißbrotanbieter. Das heißt, es sind Leute, die bieten die einfache Kost. Das heißt nicht, dass es schädlich ist. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es schmeckt lecker. Das heißt, du kannst schnell lachen. Du kannst dich kaputt lachen. Die erzählen Dinge, da ist es total lustig. Du hüpfst durch die Gegend. Es ist ein bisschen einfach, das Ganze. Aber es macht gute Laune. Es macht Spaß. Die Botschaften, die Messages sind eingänglich, es ist leicht zu verstehen, kompliziertes wird scheinbar ganz einfach dargestellt und so weiter, aber es ist und bleibt eben Weißbrot. Und das Vollkornbrot in der Branche der Psychologie und so weiter sind natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Wissenschaftler, die das sehr tief
und vielleicht auch ein bisschen zäh, ein bisschen monoton und so weiter darstellen. Auch wenn hier das richtige Know-how drinstecken würde, es ist ein bisschen schwerer verdaulich auch, ne, an der Stelle. Und so ist es bei meinen Anbietern oder bei den Anbietern in meiner Branche auch. Es ist manchmal ein bisschen schwer verdaulich, wenn man sich von irgendwelchen Professoren, Wissenschaftlern relativ schlaue und vom Nährwert eigentlich gute Vorträge und Seminare anhört. Das heißt, man bräuchte irgendwo so eine Mischung. Und deswegen würde ich dir sagen, wenn dir Vollkornbrot als Coaching, als ja, Input einfach zu schwerfällig ist und nicht sexy genug, pass vor allem auf vor dem Weißbrot. Pass vor allem auf vor den Leuten, die an der Oberfläche dich nur entertainen wollen, wo du nur die ganze Zeit rumhüpfst, wo du nur lachst. Das gehört dazu. Es ist wichtig. Es ist ein Bestandteil, dass du dein Herz öffnest. Ich versuche, weil ich komme tatsächlich selber auch ein bisschen aus dieser Vollkornbrot-Ecke. Meine Inhalte sind tendenziell, vor allem in der Vergangenheit, ein bisschen schwerer verdaulich gewesen, sehr tiefgründig. Ich habe sehr viel erklärt und so weiter. Und andere hatten sehr viel mehr Erfolg und sind sehr viel schneller gewachsen über die Weißbrot-Strategie. Nur die Frage, die sich am Ende des Tages stellt, ist gerade heutzutage, wo sich das Bewusstsein der Menschen schon langsam ändert, und zwar nicht nur in Bezug auf Ernährung, dass die Leute sagen, na gut, auf Dauer kann das aber nicht so gut sein. Die Leute stellen ihre Ernährung um und auch die geistige Ernährung, und davon bin ich überzeugt, wird nach und nach umgestellt, dass du dich nicht nur entertainen lässt. Heutzutage habe ich das Gefühl, Seminare sind eigentlich nur noch so verkappte Partys, wo man Menschen kennenlernt, wo man Spaß hat miteinander, wo man Party macht und wo man sich die ganze Zeit selbst erzählt, dass man doch eigentlich toll ist und dass man ein Geschenk für die Welt ist und wie schön das Leben ist. Ganz ehrlich, das verändert dein Leben nicht. Jedenfalls ist das meine Sicht. Das ist nichts Schlechtes, aber es ist zu wenig. Es ist Weißbrot und ich glaube, vielleicht schaust du noch Mischbrot. Ich versuche nicht mehr nur ein Vollkornbrotanbieter zu sein und schon gleich gar kein Weißbrotanbieter. Ich versuche ein gutes Mischbrot zu bieten. Das heißt, ein Brot, das lecker schmeckt, das bekömmlich ist, das gesund ist, das Nährwert hat, aber das auch, mit dem man auch Spaß hat so ein bisschen, ja, das nicht so schwer verdaulich ist. Und darauf möchte ich dich ein bisschen sensibilisieren dafür, dass du einfach mal schaust, der Anbieter, mit dem du dich beschäftigst, wo du dir überlegst, vielleicht ein Buch zu kaufen, einen Online-Kurs zu machen, ein Seminar zu besuchen oder was auch immer, ist das ein Weißbrot? Und es ist leicht zu erkennen. Ist es ein Vollkornbrot oder ist es ein Mischbrot? Und ich glaube, das, was die meisten suchen, ist heutzutage ein Mischbrot. Ich meine, wenn du Vollkornbrot willst, ja, dann musst du irgendwie was tiefgründig studieren. Aber ich möchte auch gerne sagen, warum ich glaube, dass es mehr braucht als Weißbrot. Schau, es ist heutzutage so einfach, solche Glückskekssprüche und einfachen banalen Erfolgsformeln an die Wand zu tackern und zu erzählen und zu prophezeien, wie ja, du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst und das Umfeld wird zu deinem Leben und mit wem du dich umgibst, so werden auch deine Gedanken und Gefühle und bla bla bla. So, alles okay, nichts ist falsch daran, wunderbar. Nur, diese Phrasen an sich verändern doch dein Leben noch nicht. Was du brauchst, ist ein bisschen, man nennt es Psychoedukation. Oh ja, das ist jetzt wieder ein Vollkornbrotbegriff. Aber ganz einfach, mischbrotmäßig erklärt, heißt es, Edukation ist die Ausbildung. Du solltest nicht nur verstehen, was zu tun ist, sondern wie du das auch tun solltest. Das heißt, du solltest schon ein bisschen verstehen, ja, warum hast du denn, um bei dem Beispiel zu bleiben, dieses Umfeld, das du momentan hast? Wo kommt denn das her? Denn nicht nur du bist der Durchschnitt von deinem Umfeld, mit dem du dich umgibst, sondern dein Umfeld ist auch der Durchschnitt von dir. Das heißt sogar, wenn du die Menschen in deinem Umfeld austauschst durch andere Menschen, weil dir die bisherigen Menschen vielleicht zu negativ sind oder wie auch immer, wenn du der gleiche Mensch bleibst, dann wirst du dich mit ähnlichen Menschen wieder umgeben. Das heißt, nicht nur du bist der Durchschnitt vom Umfeld, sondern wie gesagt, das Umfeld wird sich auch immer nach dem richten, wie du selbst bist. Das heißt, du musst verstehen, wie du bist, du musst mal eine Ebene tiefer einsteigen und es ist halt nicht so schnell immer alles erklärt. Es ist in der Politik so, es ist in der Wirtschaft so, es ist auch im Life-Coaching so. Es gibt nicht immer die ganz einfache, banale Antwort
für kompliziertere und komplexere Themen. Man sollte ein bisschen eintauchen. Deswegen muss man kein Wissenschaftler werden, aber sich mal ein bisschen tiefgründiger zu beschäftigen mit den Themen würde sehr gut tun und sich nicht nur irgendwelche Glückskekssprüche die ganze Zeit um die Ohren werfen und rumlaufen und sagen, wir sind so toll und man muss ein positiver denken und so weiter. Leute, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Diese Zeit sollte doch schon langsam mal jetzt vorbei sein. Ich kriege fast einen Frosch im Hals, mein Güte. Also, achte auf Mischbrotanbieter, achte auf Mischbrotseminare, tauch ein bisschen tiefer ein, lass dich nicht so mit oberflächlichen Dingen abspeisen. Versuche auch nicht nur auf Dinge zu schauen, die immer nur partymäßig sind und Spaß machen und so weiter. Hey, das Leben ist echt Arbeit und es darf auch mal ein bisschen Arbeit sein in so einem Seminar. Das heißt, es muss nicht auch immer nur laut sein, es muss nicht immer nur Party sein. Du kannst Menschen durch Lautstärke bewegen oder halt eben auch durch Tiefe. Wenn du zu mir willst, ich bin der für die Tiefe. Ich verspreche dir eine Sache. Im deutschsprachigen Raum findest du kein Seminar, das inhaltlich tiefgründiger ist wie meines. Das ist mein Versprechen an dich. Und wenn du zu meinem Seminar kommst und sagst, das war inhaltlich nicht tiefgründig, nicht gut und da gibt's ein Anbieter, der viel besser ist, dann komm zu meinem Team, du kriegst anstandslos sofort dein Geld zurück. Bar sofort. Das ist mein Versprechen, das verspreche ich dir hier in die Hand. Und wenn irgendeiner meckert von meinem Team, sag ihm, ich habe hier das Video, zeig den Link und die geben dir das Geld zurück. Ansonsten gebe ich es dir persönlich. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn du wirklich Content willst, wenn du wirklich Inhalt willst, gepaart mit Spaß. Aber wo der Inhalt das Hauptgericht ist, und der Spaß und die Unterhaltung, die Beilage, dann bist du bei mir richtig und dann bist du auch bei anderen Anbietern richtig. Ich bin nicht der Einzige, die diese Mischbrot-Mentalität mitbringen und dir wirklich auch Know-how mitgeben und wie das funktioniert. Also achte auf eine Sache. Ist der Unterhaltungsfaktor das Hauptgericht oder die Beilage? Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Du wirst viele Anbieter im Markt finden, wo die Unterhaltung, der Spaß, der Humor, die Show das Hauptgericht ist. Und wenn du dann dorthin gehst, kannst du dich super unterhalten lassen, das ist alles in Ordnung. Aber wenn du dein Leben wirklich verändern willst, dann braucht es ein bisschen mehr. Also, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Auswahl deiner richtigen geistigen Ernährung und pass mir auf das Weißbrot auf. Echt, Leute. Es riecht echt gut, aber nee, komm, lass es bleiben. Ich schmeiße es jetzt nicht weg. Also, macht's gut. Ciao.